Guten Tag, hier bin ich wieder mit einem neuen Video. Und zwar, ich wurde gefragt, wie schaffe ich das alles? Ich weiß es selber nicht. Oh, erasure mal ein bisschen langsamer. Ich glaube, das Geheimrezept liegt einfach darin. Ich würde jetzt nicht sagen wollen, es zu akzeptieren, wie es ist. Ich würde sagen, das Beste draus machen. Weil wenn man was akzeptiert, ich meine, im Leben muss man gewisse Sachen akzeptieren, aspektieren, alter Wienrot, Junge, akzeptieren. Also die Frage war, wann habe ich angefangen zu leben, beziehungsweise wann war es mir egal, was andere Menschen von mir denken, halten, sagen, über mich sagen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war mir schon immer egal, was die anderen von mir denken. Nein, das war nicht so. Ich lese euch daraus auch verschiedene Kapitel aus diesem Buch vor. Die Frage ist, leben wir denn jetzt wirklich, egal ob wir krank oder gesund sind? Erfüllt uns das, was wir im Leben machen? Da konnte ich sofort Nein sagen. Eine Liste von dem, was ein gefällt und missfällt, hilft dabei, ich drehe euch mal hier um, so. Hilft einem dabei, herauszufinden, was fehlt mir, was will ich, was muss ich ändern, damit ich glücklich bin oder zufrieden bin. Und eine Zeitreise in eine Kindheit, die war auch da so mit drin, ja. Letztendlich von der Kindheit an, ja. Ich meine, wer sagt uns denn, dass das, was wir machen, richtig oder falsch ist? Das wird doch in der Kindheit uns von unseren Eltern eingeprägt, ja. Also zum Beispiel, wer kennt die Sätze nicht? Streng dich an. Sonst kriegst du keinen anständigen Abschluss, dann wird aus dir nichts mehr, dann musst du irgendeinen Job nehmen, den du vielleicht gar nicht willst. Oder wenn du, sei artig, weil, ja, was passiert eigentlich, wenn man nicht artig ist? Kriegt man Ärger, aber warum kriegt man denn Ärger? Weil man, artig, was ist denn artig? Man, verdammt, die... Wer kann denn sagen, was artig ist? Klar, hier die Supereltern, die sagen das ja, wenn das Kind hört. Nee, das ist parieren und spuren. Das ist aber nicht artig. Das ist, da setzt man das Kind so unter Druck und artig sind wir doch alle. Nein. Und doch, wir sind alle artig. Wir machen das, was andere von uns verlangen, erwarten, ja, weil wir es anders nicht beigebracht bekommen haben. Ja. Der beste Satz. Oh, er
mich, also habe ich nie zu meinen Kindern gesagt, werde ich auch nie. Ja, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, hast du das zu machen, was ich dir sage. Weg die Möglichkeit, ihr habt ja dann weg, ausgezogen. Aber ich habe mit 12 noch nicht so das Geld, ja. Was ist denn das für eine Aussage? Man darf als Kind nicht Kind sein. Das ist doch totale Scheiße. Man muss immer, bevor man was macht, sagt, immer denken, oh Mensch, warte mal, ich habe ja noch meine Füße, ich wohne ja noch hier, ich muss, nee, das darf ich nicht machen. Verdammt. Man macht so sein Kind denn auch kaputt, ja. Aber für alle die, die jetzt sagen, jo, stimmt, oder auch für die, die sagen, boah, was labert die dafür Scheiße? Den Eltern, es gibt bestimmt auch Partner, mit denen man das hatte, ja, die dann mal abwertend waren oder wie auch immer. Verzeiht den Leuten, euren Eltern, euren Partnern, Ex-Partnern, wie auch immer, euren Chefs, Kollegen, die euch da anmachen, weil bei denen was nicht gut funktioniert. Ob das jetzt der Schreibkram ist, die selber vielleicht mit dem Chef gerade Theater hatten. Sie haben es doch auch nicht besser gelernt. Die Eltern leben uns doch nur das vor, was ihnen auch vorgelebt wurde. Du musst, du hast, du darfst nicht, du musst. Ihr, das darfst du und ja. Ich glaube, um den inneren Frieden zu finden, auch mit sich selbst, muss man da erstmal, wie soll ich denn das sagen, das System verstehen? Weil wir haben doch unseren Kindern bestimmt auch mal gesagt, Mensch, setz dich auf den Hintern, lerne, dann wird das nächste Mal eine bessere Note. Also ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich diesen Satz gesagt habe, naja, komm, wir setzen uns hin. Ich habe es jetzt nicht ganz so derb wiedergegeben wie meine Eltern oder meine Mutter damals. Ich habe gesagt, naja, pass auf, das nächste Mal setzen wir uns hin oder wir lernen das. Und wenn du den nächsten Test schreibst, vorher üben wir, dann wird es eine bessere Note. Jo, und weil Evchen ja schon immer eine große Fresse hatte. Ich glaube, ab der 5. Klasse, ich glaube, da ist der Groschen bei mir gefallen. Denn habe ich auch irgendwo gute Noten geschrieben. Ich war mit einer der Klassenbesten. Wenn sich das jetzt Kinder, Jugendliche oder so, die noch in der Schule sind, anschauen, wenn ihr keine toleranten Eltern habt, die vielleicht kleine Macke haben wie ich, ja, die sagen, hoch, okay, da hat sie recht. Nee, wenn ihr Eltern habt, die mit Kontern, Sprüchen nicht umgehen können, dann solltet ihr das vielleicht nicht sagen. Ja, Kleinevchen hat mal viel geschrieben, ja. Ja, wie gesagt, es war für mich nicht einfach bis zur 5. Ich habe es einfach nicht verstanden. Soll es geben. Und ja, da habe ich den Satz eben halt zu hören bekommen. Ja, das nächste Mal wird es eine andere Note, ja. Es wurde nicht gesagt, was für eine Note. Es wurde keine bessere Note gesagt. Es wurde der Begriff eine andere Note. Ja, die ist es auch geworden. Und zwar eine 5.
dass man ein bisschen kantig geworden. Ich habe doch gedacht, das wird das nächste Mal eine andere Note. Ich sage, jo, ist doch eine andere, ist eine 5. Ja, also wenn man da, ich habe dafür auch ein paar hinter die Ohren gekriegt. Bin ja trotzdem was geworden. Ich habe 2 Berufe, ich habe den Abschluss erreicht, den ich wahrscheinlich in der 3. Klasse noch nicht mal annähernd gedacht habe, ihn zu erreichen. Trotz einer 5. Oder mehrere 5. Was ich damit sagen will, wir werden als Kinder schon unter Druck gesetzt, uns wird eingetrichtert, was wir zu sein haben und zu machen haben. Warum dürfen wir nicht so sein, wie wir sind? Unsere Eltern können uns doch versuchen. Ob es klappt, ist die zweite Frage. So in die richtige Richtung zu leiten, aber uns trotzdem entfalten lassen. Ja. Und ich habe für mich, ich lese gleich mal noch ein Kapitel vor. Also mir ist das jetzt so scheißegal, ob ich hier einen Pickel habe, da einen Pickel habe, ob da der Zahn schief ist, ob ich wie geschminkt bin oder nicht, ist mir eigentlich auch scheißegal, Perle bin ich so oder so, ja. Früher habe ich mir Gedanken gemacht, wenn ich einen Pickel hatte, oh ey, Abdeckstift, druff, da puff, da am besten noch Schminke und alles sowas, ja. Ich habe gelernt zu hinterfragen, warum reagiert meine Haut so? Warum kriege ich auf einmal einen Pickel? Bei Frauen gibt es da einen ganz bestimmten Grund, aber das ist ja nicht einen ganzen Monat so. Ja, denn guckt man, was habe ich denn überhaupt meinen Körper, meine Haut oder überhaupt alles angetan? Ja, was habe ich für, worüber rege ich mich auf? Was belastet mich? Wovor habe ich Angst? Ja, so. Ja. Ich glaube, die Hälfte, die sich jetzt hier die Videos angucken, die verstehen nicht, was ich sagen will. Ich hab's auch lange nicht verstanden oder verstehen wollen. Ich habe mir ja immer gesagt, es liegt an einem selber, ja. Weil letztendlich hat jeder Mensch, gut als Kind wahrscheinlich noch nicht ganz so, aber spätestens, weil man das Elternhaus verlassen hat, hat man die Möglichkeit und die Chance, dieses Gefängnis zu verlassen. Du musst das machen, du hast das zu machen, du musst hier und da musst du Versicherungen abschließen und denk da dran und alles sowas. Wenn man sich nicht traut, dieses Muster zu verlassen, das habe ich jahrelang mitgemacht und wahrscheinlich musste man auch erst, oder ich, erst krank werden, um zu sehen, was ich nicht gemacht habe. Ich habe nicht mein Leben gelebt. Ich habe mich unterdrücken lassen. Ich habe mich niedermachen lassen. Du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts. Boah, gucke da. Ja, und umso öfter man dieses zu hören bekommt, umso fester wird das im Unterbewusstsein. Was willst denn du jetzt? Okay. Umso mehr verfestigt sich das. Ja? Du selber sagst, ey, na klar kann ich was.
Und dann kommt wieder das Unterbewusstsein, nee, der oder die hat gesagt, nee, guck mal, das kann nicht sein. Der hat doch recht, deine Mutter hat recht, der Vater hat recht. Das sind deine Eltern, die haben verdammt nochmal recht. Ja, und das ist so das Schlimme, dass wir unsere Kinder letztendlich mit dem, was wir nicht anders gelernt haben. Ja, da gebe ich den Eltern und alle anderen, die so denken und handeln, überhaupt keine Schuld. Weil die haben es auch nicht anders gelernt. Die haben es auch nicht gelernt, aus diesem Käfig rauszukommen. Oder wollen aus dem Käfig nicht rauskommen. Die wollen die normalen Menschen sein. Diese, die halt nach Regeln leben. Ja? Ja, sicherlich lebe ich auch nach gewissen Regeln. Aber nach meinen, nicht nach denen der anderen. Mein Leben, meine Regeln. Und nicht die Regeln von meinen Eltern. Oder sonst jemand. Also eine Liste machen mit dem, was einen stört. Auch mal so die Frage stellen, bin ich wirklich glücklich? Bin ich glücklich? Was ist glücklich sein? Was macht mich glücklich? Jo, sowas. Und was mir geholfen hat, weil, wie gesagt, ich habe jahrelang zu hören gekriegt, Mensch, guck dich doch mal an, du bist krank, du sitzt im Rollstuhl, wer will dich denn haben und du bist doch nichts, du kannst doch nichts, du brauchst doch ständig Hilfe. Und das über Jahre. Damals hat mich das getroffen. Ja, auch wieder hier hat man, habe ich gesagt, was willst du von mir? Ich guck mich doch an, ich sehe doch eine hübsche junge Frau. Und eine starke Mutter oder starke Frau, trotz meiner Krankheit mache ich das und das und das. Jetzt kommt es aber, dieses Aber, was jahrelang einem eingepredigt wurde, ja, auf der Haut tätowiert wurde oder wie auch immer. Und jedes Mal, wenn man in den Spiegel schaut, freut man sich, ja, weil man sagt, oh hey, geil. So, dann kommt aber hier, what, du und hübsch? Never ever. Hier, guck mal, du sitzt im Rollstuhl, du bist fett, dick, hast ein Doppelkinn, hast Segelohren, hast ein Bicke auf der Nase. Ja, und das ist eben halt das Schlimme. Und da rauszukommen, ist nicht einfach. Das ist mit Arbeit verbunden. Man muss wirklich mit dem alten Dasein dahin vegetieren, wahrscheinlich abschließen, nicht wahrscheinlich, man muss abschließen. Und das kann man, also ich habe es so gemacht, ja, ich habe mich mal angeschaut. Ich habe die Aufforderung von demjenigen mal zu Herzen genommen. Ich habe mich vom Spiegel gestellt und habe mich mal angeschaut. Jeder Mensch, der sich jetzt vorm Spiegel stellt, dem fällt definitiv das Negative auf. Wenn ich mich vorm Spiegel stelle, sehe ich sofort einen Rollstuhl. Jo, ist ja auch nicht zu übersehen. Ja, aber die Kunst liegt darin, das Schöne an dir selbst zu sehen. Ja, du... Ich rede jetzt von mir. Nennt es eingebildet oder arrogant, ist mir wurscht, wie ihr das nennt. Ich nenne es ein gesundes Selbstbewusstsein. Selbstliebe. Ich habe mich mehrmals am Tag vorm Spiegel gestellt und habe den eben halt auch nach der Therapie, wenn ich bei der Physio war oder so, verschiedene Momente habe ich mich vorm Spiegel gestellt. Und
Jo, lange Zeit habe ich dann wirklich, da ist ein Beckel, hier ist eine kleine Fettrolle, da ist der Rollstuhl. Auch deine Hand, die liegt da total leblos auf deinen Schoß und da steht ein Haar ab, ja, da kommt ein graues Haar raus. Jo, man hat sich, ich habe mich immer negativ gesehen, so wie alle anderen mich auch gesehen haben. Ja, du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts, eigentlich kannst du hoch weg. So, man hat gesagt, ja. Dann kam der Tag, wo ich gesagt habe, für mich kann ja alles schlecht sein an mir. So, und dann habe ich gesucht. Dann habe ich mich auf die schönen Dinge an meinem Körper orientiert. Ich habe die schönen Dinge an meinem Körper gesucht und gefunden. Ja, fangen wir bei den Haaren an. Ja, nicht gut, manchmal fluche ich darüber, weil es sind wirklich verdammt dicke, fette Haare. Aber es gibt welche, die total dünnes Haar haben, ja, wo der Wind zurückkommt und du siehst dann die Kopfhaut oder keine Ahnung was. Oder du musst Angst haben, dass dir da deine letzten drei Haare auch noch wegfliegen. Also meine Haare finde ich schön. Meine Segelohren, mein Gott. Das sind meine Ohren, ja. Habe ich mich mit abgefunden. Dann habe ich, da bin ich ganz stolz drauf. Das sind meine Augen und Nase, Mund. Das ist also eigentlich mein ganzes Gesicht, ja. Andere würden jetzt sagen, wenn, also ich sage, von mir selber, ich bin eine hübsche junge Frau. Ja gut, fast jung, fast noch jung, fast alt. Gut, wenn ich geschminkt bin, ja klar, wer ich schminke, sieht immer ein bisschen besser aus. Manche brauchen es so, ja. Dann bin ich weiter runter gewandert. Ich habe zum Beispiel, ich finde meine Hände total schön. Ja? Lange Finger, schön sauber. Ja, ob sie nun groß sind, weiß ich nicht. Aber ich habe schöne Finger. Ja. Ich finde meine Finger schön. Ihr müsst es nicht schön finden. Ich finde es schön. Ja, denn ist ja sein Körper nicht bis zu dir hin. Das geht ja bei den Brüsten weiter. Gut, mein Hintern habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen. ich denke mal, mit den Jahren ist der auch älter geworden? Ich glaube schon. Aber ich finde trotzdem, meine Brüste finde ich zum Beispiel schön. Oh, jetzt wird schon wieder, ich glaube, das erste Dislike kommt, weil ich Wort Brüste gesagt habe. Nee, man kann so übertreiben. Finde ich schön. Meine Brüste finde ich schön. Ja, ich habe mich damit auch abgefunden, dass ich die eine oder andere Falte am Bauch habe. Ja. Ich weiß warum. Gut, dass meine Füße jetzt so dick sind, das kommt eben halt dadurch, dass, wie gesagt, da keine Bewegung ist, ja. Was soll da zirkulieren, was soll da hochgepumpt werden oder keine Ahnung was. Ich habe mir abgefunden. Ja, früh sind sie wieder schlank. Wenn ich aufstehe, sind sie schlank. Wenn ich bei dir sind sie dick. Jo, mein Gott, dann ist das halt so. Ich weiß ja auch warum. Ja, wenn man immer weiß, warum eine Sache so ist, fällt es einem leichter, es zu akzeptieren.
oder darüber hinwegzusehen. Und wenn andere sagen, boah, ey, guck mal an, wie siehst denn du aus? Jo, wie sehe ich denn aus? Ich lese euch jetzt in dem nächsten Video ein, oder vielleicht auch zwei Kapitel vor. Ich glaube, das ist einmal das Vorwort. Vielleicht fange ich schon gleich mit den Kapiteln an. Nee, ich glaube, bei dem Buch muss man das Vorwort mitlesen. Ich lese euch vor und dann werden wir sehen. Also, die Bücher, möchtest du normal sein oder glücklich? Das lese ich gerade. Oder das Buch Finde dich selbst, sonst findet dich keiner. Und wie heißt denn das? Fange an, dich zu lieben und werde glücklich. Das sind die Bücher, die ich jedem empfehlen würde, der mit sich selbst ein Problem hat, was ändern möchte, leben möchte, glücklich sein möchte. So. Und ich fange jetzt an, in dem nächsten Video euch was vorzulesen. Mal wieder. Wir machen hier nicht mit Sexualität weiter. Nein, wir machen damit jetzt weiter. Weil es gewünscht wurde. So, in diesem Sinne. Tschö mit Ö. Bis gleich. Jo. Kommt mal an hier.